Ja, also erstmal herzlich willkommen. So, ist laut genug? Ist zu laut. Ist gar nicht richtig. Aber machen wir. Die Kollegen vom Fernsehen haben. Ja, also herzlich willkommen zur Pressekonferenz des 1. FC Lok. 2. Januar. Ich wünsche natürlich allen Kollegen, die hier sind, erstmal ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, alle sind gut reingekommen. Natürlich im Namen des Vereins auch ein gesundes neues Jahr. Der erste Arbeitstag im Jahr, auch gleich die erste Pressekonferenz beim 1. FC Lok. Wird nicht so bleiben, hoffe ich zumindest. Als erstes muss ich leider für den Herrn Notzon absagen, der schon eine ganze Weile an einer schweren Erkältung laboriert. Und die hat ihn heute noch mal ein bisschen zurückgeworfen, ist deswegen krankheitsbedingt heute nicht bei uns. Deswegen ist sein Vertreter oder als sein Vertreter der Herr Lischerwein da aus dem Präsidium, der auch bei den Verhandlungen mit unserem neuen Trainer mit dabei war. Ansonsten wollen wir hier gar nicht groß drum herum reden, sondern sagen, das ist unser neuer Trainer, Willi Kronhardt, Cheftrainer jetzt der Oberligamannschaft des 1. FC Lokomotive Leipzig. Und weil das sicherlich am besten ist, würden wir den Herrn Kronhardt natürlich bitten, sich selber vielleicht so ein bisschen vorzustellen und so ein bisschen zu sagen, was seine Vorstellungen sind, was vielleicht die Ziele sind. Also zunächst einmal herzlich willkommen. Was ich eben gerade schon gesagt habe, unter vier Augen. Also Felix Magath hat seinerzeit nicht weniger von der Presse gesehen. Also ich muss sagen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Und ja, ein frohes neues Jahr uns allen und vor allem ein erfolgreiches Jahr. Und ja, mein Name ist Herr Willi Kronhardt, Sie kennen mich vielleicht und ich freue mich riesig, als der Verein auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich mir das zutraue, dieses Amt zu übernehmen. Wir haben sehr lange zusammen gesessen, sehr lange diskutiert, uns konstruktiv sehr, sehr gut ausgetauscht. Ich begeistert gewesen bin, muss ich sagen, weil es waren Fachmänner am Tisch, mit denen ich mich wirklich ausgetauscht habe, diskutiert habe. Sie mich von ihrer Philosophie überzeugt haben, ich mich einbringen konnte und ja, wir letztlich quasi eine Ehe eingegangen sind, auf die ich mich wirklich freue. Gut, das erstmal als kurzes Statement von Willi Kronhardt. Und wie das bei Pressekonferenzen so üblich ist, besteht dann jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Für die Kollegen vom Radio und vom Fernsehen besteht danach sicherlich auch noch die Möglichkeit, sich Interviews abzuholen, einzelne Interviews. Und dann würde ich darum bitten, wer Fragen hat, die sie jetzt stellen kann und möge. Frau Nione. Herr Kronhardt, Ziele noch mit der Mannschaft jetzt auf Platz 8? Eine harte Hypothek, aber ich denke mal, Ziel sollte trotzdem der Aufstieg sein. Ja gut, die Ziele sind ja irgendwann mal ausgesprochen worden und warum soll ich jetzt viel erzählen? Das Ziel ist, alles zu machen, alles zu schaffen, ob wir es letztlich hinbekommen, aber ich kann mit Sicherheit versichern, dass wir sehr, sehr hart daran arbeiten werden und es auch wirklich letztlich umsetzen. Und Sie wissen ja selber, man kann gut spielen, trotzdem verlieren oder schlecht spielen und mit Glück gewinnen. Wir wollen aber nichts dem Zufall überlassen, also werden wir wirklich emsig jeden Tag arbeiten. Wir haben jetzt 4 Wochen Vorbereitung plus die eine Spielwoche, die vor uns dann liegt, das sind insgesamt dann 5. Also die Jungs können sich warm anziehen, wir haben eine Menge, Menge vor. Weiter geht's, Herr Norbert Töpfe von der FAZ. Nochmal, Sie müssen und wollen aufsteigen, ganz konkret. Mein persönliches Ziel ist es grundsätzlich, alles zu gewinnen. Das ist, und ich kann aber nicht alleine gewinnen, also sind die Jungs, dementsprechend sitzen sie mit im Boot und wir müssen gemeinsam das Ganze machen und ich glaube schon, dass die Jungs das Ganze können und auch wollen. So, weiter geht's. Wieder von. Wenn wir beim Thema Ihre Jungs waren, können Sie sich schon der Mannschaft vorstellen und wird sich eventuell was in der Mannschaft ändern, Zugabgänge, was ist geplant? Na gut, das ist ja heute mein erster Tag. Ich bin heute mit der Bahn hier angereist. Da kann ich noch nicht viel zu sagen, aber ich habe genügend DVDs, die ich mir jetzt die nächsten Nächte mal anschauen werde.
Aber letztlich ist ja wirklich DVD ist etwas auf, eine Aufzeichnung von Vergangenheit. Ich möchte in die Zukunft schauen, wir leben in der Gegenwart. Also da ist für mich jeden Tag trainieren, um mir einen persönlichen Überblick über die Mannschaft grundsätzlich zu machen. Und dann werde ich sehen, in Absprache mit dem Präsidium, was wir dann dementsprechend machen. Aber letztlich sage ich, die Mannschaft ist, steht in einer guten Situation. Und der achte Platz, es hätte ja auch weniger sein können, und, oder zumindest tiefer. Und 6 Punkte Abstand bis zum rettenden oder zumindest Quali-Platz, das ist nichts. Bei verbleibenden 14 Spielen, das ist alles machbar. Weitere Fragen? Herr Töpfer nochmal. Wenn Sie schon gut ersten Tag haben, die Kurven Burschen vielleicht auch Richtung Vorstand, Namen, die irgendwo im Raum stehen, Zugänge. Ich meine, es sind ja 2 Namen jetzt aufgetaucht. Der Breitkopf und Tommy Kim. Ist da irgendwo, gibt es Gespräche oder in irgendeine Richtung läuft da was? Also wie schon Herr Kronert gesagt hat, er muss erstmal gucken, jetzt wie die Mannschaft ist, die Zusammensetzung, die Qualität. Und dann werden wir uns zusammensetzen und auch vielleicht über Namen reden. Aber es, von unserer Seite liegen keine Namen vor und ist auch nicht geplant erstmal. Also bleibt doch euer tschechischer Träger, aber vier Mann, die Verstärkung. Wie es jetzt ist. Wobei, wenn ich jetzt das Ganze so mal kurz höre, das klingt alles so negativ. Nein, also, kein Thema. Ja gut. Also so habe ich es auch nicht aufgefasst. Bei den letzten Leuten ist ein bisschen Kritik dabei, aber dann haben wir ein Stück. Okay. Ja, der Wagner. Mich würde natürlich ein bisschen was zu dem Konzept interessieren, mit dem Sie hier angetreten sind. Was können Sie umsetzen, was wollen Sie umsetzen in der Mannschaft? Was ist drin? Welche Spielweise schwebt Ihnen vor? Das hängt natürlich alles ein bisschen von der Mannschaft ab, ist klar, aber was wäre so die Idealvorstellung? Das ist schön, Sie sagen ja schon alles, das hängt vieles von der Mannschaft ab. Man ist ja wirklich als Trainer auch teilweise auch wirklich, ich sag mal, limitiert, was die Mannschaft angeht, wenn man sie nicht auch zusammenstellt. Aber letztlich freue ich mich einfach auf diese Herausforderung und die Mannschaft wird es mit Sicherheit auch zeigen in Zukunft. Wir wollen einen offensiven, erfolgreichen Fußball spielen, wie der aussieht, das ist halt eben ein Geheimnis. Ich werde mit Sicherheit nicht alles preisgeben, wie ich trainiere, was ich dann speziell mache. Letztlich ist die Philosophie, die der Verein ausgibt, ist eine richtige, dass man dementsprechend über den Nachwuchs etwas macht. Man kann nicht alles übers Bein brechen, dass man sagt, so, jetzt reißen wir wirklich die Welt um. Alles bedarf seiner Zeit und auch Siege. Und das heißt, wir müssen jeden Tag arbeiten und das werden wir auch machen. Und gewinnen wollen wir alle. Wir müssen halt eben so arbeiten, dass wir sagen, wir müssen dann irgendwann mal aus dieser Liga raus, in die nächsthöhere Liga. Es wird schwierig genug, den Qualiplatz zu erreichen, weil jeder das Ganze schaffen möchte. Aber wir wollen und wir werden das auch. Das ist halt eben der Unterschied. Und ich kann mich immer wiederholen. Also für mich sind 24 Stunden nichts zu arbeiten. Für mich ist das Schlafen lästig. Aber wir müssen ab und zu morgens mal hinlegen und uns ausruhen. Aber morgens anzufangen, wenn andere sich noch ein bisschen ausruhen, das ist eigentlich ein Vorteil, weil dann kannst du die meisten überholen. Das heißt, Sie werden auch den Nachwuchs durchaus im Blick behalten als Trainer der ersten Mannschaft? Ja gut, das ist ja, wenn du kein wirkliches Geld hast innerhalb des Vereins, dann bist du wirklich auf den Nachwuchs angewiesen. Und das ist das Kapital. Und wenn wir den Nachwuchs einfach wirklich vernachlässigen, dann brauchen wir das gar nicht, irgendwelche Jugendmannschaften zu eröffnen innerhalb des Vereins. Und ich habe gehört, da laufen einige Jungs herum, die auch mal ab und zu mal gerade ausschießen können. Also warum soll man die Jungs nicht beobachten, sie blicken lassen, nicht nur im eigenen Verein, auch im näheren Umfeld. Wir haben halt nicht das Geld, wie manche andere Vereine hier in Leipzig. Und da sage ich, da machen wir eben halt wieder eine andere Sache. Wir werden fleißig sein, wir werden unsere Tugenden wieder rausholen und die Augen öffnen, die Augen aufsperren und mal lochen. Können Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen mit RB von Abus, wo Sie wohl halt profitiert mit Leuten, die vielleicht nicht den großen Sprung schaffen?
Das ist eine schöne Frage. Auch nicht böse, Nein, ich sehe es, aber es ist auch nicht böse. In Berlin funktionieren ja auch mehrere Vereine. Und warum soll es vielleicht langfristig nicht in Leipzig auch funktionieren? Und man muss ab und zu mal ein bisschen toleranter sein. Mein Vorteil ist vielleicht, ich komme von außerhalb, ich habe hier vor sehr langer Zeit gespielt. Ich kenne Leipzig, und aber die Zeit wandelt sich. Ich weiß es, ich lese auch Zeitungen und im Internet, dass alles überall passiert. Aber letztlich will ich mich auch davon nicht beeinflussen lassen. Möchte gerne aber eine faire, sportliche, partnerschaftliche Zusammenarbeit irgendwann mal nicht ausschließen. Und das ist aber nicht meine Entscheidung letztlich, sondern natürlich auch des Gremiums, des Vereins oder der Vereine. Aber wir können als kleinerer Verein nur davon partizipieren, wenn wir uns nicht auf den Kopf stellen und sagen, nee, das wollen wir nicht, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen weiter gucken und sagen, die können uns auch mal ab und zu mal helfen. Einige nachdenkliche Gesichter noch, einige Fragen übrig, oder? Ja, wie wird der konkrete Vorbereitungsfahrplan jetzt ausschauen? Wie wird es weitergehen? Gut, mein persönliches, mir ist eine Woche zu wenig. Das sind ja 4+1, ich hätte gerne 5+1. Also die Woche jetzt mit den Heimturnieren, okay, die sind halt so, muss man ihn hinnehmen. Das Problem ist, dass die Mannschaft eben auseinandergerissen ist. Der eine Teil spielt, der andere nicht. Ich bin jetzt am Überlegen, wie ich das Ganze löse. Da finde ich auch mit Sicherheit schnell eine Lösung für mich parat, für Erik genauso. Und was mich ein bisschen traurig stimmt, ich möchte auch gerne natürlich bei den Heimturnieren dabei sein. Mir wirklich erstmal so einen kleinen Überblick verschaffen, wie sich die Mannschaft körperlich präsentiert, wie sie auftritt, die Präsenz. Mir geht es eigentlich letztlich auch um die Körpersprache. Ist die Mannschaft bereit, wirklich jetzt dem neuen Trainer zu zeigen, du, es geht bei null los, jeder hat eine neue Chance. Und sie kennen mich zwar noch nicht, aber ich sage, bei mir zählt nur die Leistung. Also mir geht es nicht mehr an der Nasenspitze. Ich habe lieber 5, die rackern und machen, als einen, der hintenrum die Spitze spielt. Damit gewinnst du nichts. Und so verfallen natürlich auch in der Selektion, wer spielt und wer nicht spielt, wer im Kader ist, wer rausfällt. Das heißt, Sie können nicht dabei sein? Ich werde es mit Sicherheit so einrichten, dass ich die meisten mitnehme, aber mit Sicherheit das eine oder andere Turnier, jetzt sind es ja 4 Turniere, mit Sicherheit nicht nehmen kann, ganz einfach. Weil ich möchte auch nicht, dass die Jungs, die halt eben zu Hause bleiben, auf dem Sofa sitzen, Kuchen essen und die anderen arbeiten lassen. Das möchte ich auch nicht. Was jetzt vielleicht in welche Richtung die Frage auch ein bisschen abgezählt hat, ob schon Testspiele vereinbart sind. Ja, es sind schon ein paar Testspiele vereinbart, aber der, sage ich mal, Kalender ist noch nicht voll. Wir denken aber, dass der Anfang nächster Woche der Kalender voll ist, was die Testspiele angeht. Und dann werden wir entsprechend auch eine Meldung rausgeben, wo dann die Termine drin stehen. Printmedien scheinen jetzt befriedigt zu sein. Die Kollegen vom Radio und vom Fernsehen schauen dagegen schon mit den Füßen. Und wenn jetzt nicht doch noch eine Frage besteht, würden wir den ersten Teil sozusagen ja. Also bis um 5 hat er jetzt noch Zeit für Interviews und dergleichen. Insofern können sich die Kollegen vom Fernsehen und vom Radio jetzt sehr viel einfallen lassen, was wir jetzt an Fragen stellen können und wollen. Dann müssen wir rüber und dann wird er sich bei der Mannschaft vorstellen. So, 1, 2, vielen Dank. Aber, ja.
jeder, der jetzt einmal möchte, kann dann natürlich auch im Vier-Augen-Gespräch, auch wenn noch ein paar Augen daneben sind, die Zuschauer im Vier-Augen-Gespräch seine Fragen stellen, so, vor der Kamera oder dem Mikrofon.